Hallo zusammen, ich begrüße wieder alle recht herzlich zu einem Ausflug. Heute geht es zum DASA Arbeitsweltenausstellung. Ich bin hier am Bahnhof Dortmund, Gorsfeld Süd. Viel Vergnügen! Da ist schon das Zentrum. Jetzt werden wir da mal reingehen. Das ist alles für die Rückenschule.
Oder aber dann ist das wirklich. Werden die noch benutzt? Bitte? Ob die noch benutzt werden? Ich weiß nicht mehr. Ich denke aber schon, guck mal, das ist bestimmt neu. Ja. Da wird bestimmt noch. Ja, gut, das könnte ein anderer Kran sein. Ja, beforscht. Und daraus resultiert dieser EKG-Stuhl. Zufällig. Wir wissen alle, was das bedeutet, überhaupt zum Arzt zu gehen. Ich weiß nicht, wie Sie so drauf sind, aber viele Menschen sagen, mir geht es gerade nicht gut, aber es geht schon wieder weg. Also, Sie was ist das für eine Frage, was kommt? Okay, das ist das eine. Dann, wenn das EKG gemacht werden muss, ein großer Patienten, man entsprechenden Kurven, die dort zu sehen sind, also die Punkte, die auch ein Arzt abmisst, die sind unten im Würfel. Einer ist gerade gekommen, da kommen jetzt die nächsten. Unten im Würfel, wenn alles okay ist, dann sind sie auf der Diagonale im unteren Drittel, wie das bei Ihnen der Fall ist. Wenn Sie im Würfel streuen würden, nicht darauf gewartet, dass jetzt der Punkt woanders erscheint, weil Sie mich gerade angeguckt haben. Sie waren nicht mehr konzentriert. wäre das auch noch zu vertreten, was kritisch wäre, wenn die Punkte außerhalb des Würfels sind. Wie gesagt, das als mein Arzt sieht natürlich ein medizinischer Fachangestellter, sieht dann natürlich ganz andere Informationen noch. Aber Sie sehen, wie schnell das geht. Ja. Alles gut. Freuen Sie sich aufs Wochenende. Alles gut. Sehr, sehr großen virtuellen Raum. Eigentlich sind wir jetzt im Weltall. Das ist die ISS. Und? Herr Mohn? Herr Mohn? Wird sie jetzt in die ISS, wird andocken mit Ihnen und wird Ihnen die Raumstation von innen zeigen. Machen Sie bitte einen Linkschwenker, weil wir wollen genau dahinter. Ups. Kein Sonnensegel umfahren. Weil hinter dieser Schleuse liegt unsere Schleuse. Das heißt, wir wollen nach links. Andere Seite? Genau. Ja. Oder gehen Sie einfach mal auf meine Hand zu, bitte. Nach vorne, nach vorne. Mond. So, mit dem darf ich aber helfen. Mit dem gehen Sie rauf runter. Das wollen wir jetzt. Genau. Sie sehen hier einen grünen Pfeil. Da gehen Sie bitte drauf zu. Mit dem hier. Einfach so vor, dann können Sie das ein bisschen drehen. Genau. So, und dieser Pfeil zeigt auf diese Schleuse. Die wollen wir hier vor uns haben. Genial. Einfach nur mit dem, weil mit dem können Sie auf und drehen. Also ich will ja nichts sagen, aber die kleinen Kinder können das besser, ne? Okay. Ja, aber das war jetzt nicht persönlich, also nicht böse gemeint. Persönlich war das jetzt nicht böse gemeint. Ich sage auch gleich, warum ich das gesagt habe. Können Sie jetzt versuchen, das Bild? Können Sie jetzt das Bild hier draufbringen? Also auf diese Wand. Es ist auch nicht so einfach, ganz ehrlich. Also, sag mal, wer das nicht kennt, also ich finde es.
gespielt. Wenn Sie möchten, dann gehe ich Sie einmal ran. Ja, aber wenn ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, das Bild so drehen, dass... Wo ist denn der grüne Pfeil jetzt? Weg ist er? Weg. Da. Wir wollen da rein. Nur, wir können natürlich nur frontal reingehen. Da wollen wir rein. Die Schleuse.